Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause an den Fernsehfunkempfangsgeräten oder an Ihren mobilen Endgeräten. Ich begrüße Sie hier aus Olbernhau-Grüntal vor den Toren des Seigerhüttenareals. Und uns steht Großes bevor in den kommenden Minuten, in den kommenden Stunden, nämlich die große Bergparade. Es werden also sämtliche Standarten zu sehen sein und ich darf Sie einladen, eben an dieser Sendung hier teilzuhaben. Ja, es ist also Großes schon im Vorfeld hier passiert. Es wurde viel gezeigt im Seigerhüttenareal, ein sehr historisches Areal, wie ich nochmal bemerken darf. So wurde der Vorgang des Seigerns in diesem Jahr 2022 nach historischen Vorgaben wieder zum Leben erweckt. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Man hat es also gesehen und genau detailliert drüber gesprochen, wie das die Altvorderin damals seinerzeit gemacht haben, eben das Silber und Blei aus Kupfer zu gewinnen. Man konnte es jetzt wieder nachstellen und man ist jetzt auch ein Stück schlauer. Und man weiß es, wie clever die Erzgebirger damals schon waren und auch heute noch sind. Ja, wenn wir kurz mal ins Rund blicken möchten, und da geht die Bitte an die Regie. Die Hütte ist voll, wenn ich es mal so sagen darf, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier auf dem Platz, wie gesagt, vor den Toren der Seigerhütte. Ich würde fast mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, tausende Menschen, die eigentlich darauf warten, Sie zu Hause auch zu begrüßen mit einem herzlichen Glück auf! Wunderbar. Ja, also, wir warten auf die große Bergparade. Prominente sind auch mit dabei. So viel sei schon mal gesagt. Also, es bleibt spannend. Bleiben Sie unbedingt dran. Und auch verschiedene Bergkapellen, Bergmusikchors werden hiermit auftreten. Es wird wunderbar. Es wird also festlich. Wir liefern Ihnen heute diese Stimmung nach Hause. Und wenn wir es im Hintergrund schon hören, einige Pauken und Trompeten vernehme ich nämlich schon. Also es kann nicht mehr lange dauern und dann geht's nämlich hier los. Und damit wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung und bergmännische, erzgebirgische Gefühle zu Hause und hier vor den Toren der Seigerhütte. Also gute Unterhaltung. Des Sächsischen Landesverbandes, der Träger ist Bergkamerad André Hermsdorf mit Begleitung durch zwei Hüttenkameraden der Seigerhüttenknappschaft Olbernhau-Grüntal. Herzlich willkommen und Glück auf! Glück auf! Auch Heinz-Peter Hausstein sehe ich mit dabei, das hat er sich natürlich nicht nehmen lassen. Landrat AD Frank Vogel, herzlich willkommen! Und hier ist auch schon das Musikchor der Stadt Olbernhau mit Jens Oberberg, Musikmeister Jens Kaltofen. Und es schließen sich an die Berg- und Hüttenknappschaft Seifen mit 30 Uniformträgern. Also die Seifner hatten einen relativ kurzen Weg oben aus dem Spielzeugwinkel hier runter, hier nach Olbernhau. Ja, und auch sie verbindet viel miteinander. So.
So, der älteste Nachweis für eine Knappschaft in Seifen ist ein auf wundersame Weise wieder aufgetauchtes Kruzifix aus dem Jahre, halten Sie sich fest, 1608. Und jetzt begrüßen wir schon die Bergfreunde, die Bergbrüderschaft aus Pobersau mit 35 Uniformträgern. In 5 Jahren werdet ihr eine maßgebliche Rolle spielen, denn ich weiß nicht, ob sie es schon erfahren haben, es hat sich sicherlich rumgesprochen. Der 7. Sächsische Bergmannshütten- und Knappentag findet in Marienberg statt. Und da sind wir auch schon beim Thema. Die Marienberger begrüßen wir auch mit einem herzlichen Glück auf die Bergknappschaft. Ihr habt in 5 Jahren Großes vor und da freuen wir uns auch jetzt schon drauf. Musikalisch geht es weiter mit der Knappschaft Lengefeld. Herzlich willkommen und Glück auf! Und mit den Klängen der Bergkapelle Seifen zieht an uns vorüber die Hüttenknappschaft Waldkirchen, recht gut zu erkennen an ihren Uniformen in blau-weiß. Im übertragenen Sinne hängt das mit den Blaufarbenbergen im Tschopental zusammen. Dann haben wir den Förderverein Glashütte, gefolgt von der Knappschaft Berggieshübel und der Gewerkschaft Aurora Erbstollen Dorfhain. Und dann begrüßen wir auch schon mit einem Bienvenue, Bonjour, unsere Gäste aus Frankreich. Glück auf, schön, dass ihr da seid. Und dann schließt sich an die Bergkapelle Schacht 407 aus Ronneburg. Ronneburg, jeder, der die A4 schon mal gefahren ist, wird sich in den vergangenen Jahren noch daran erinnern. Ronneburg war gut erkennbar durch die 2 Haldenkegel, die mittlerweile zurückgebaut wurden. Glück auf, schön, dass ihr da seid. Die Bergbrüderschaft Meuselwitz, Rossitzer Braunkohlerevier e.V. Der Bergmannsverein Schlegel und Eisen, Volkenroda, Menderoda, auch, dass ihr da seid, den weiten Weg auf euch genommen habt. Glück auf! Und mit der Standarte marschieren ein der Bergmannsverein Glück auf Bleicherode. Hallo, herzlich willkommen im Erzgebirge. Unsere Freunde aus Tschechien sind ebenfalls mit angereist. Da möchte ich sagen, wie damals war's? Oder der Bergmannsgruß auf Tschechisch, Das Buch. Glück auf! Im Schlepptau folgt der Bergmannsverein Glück auf Sondershausen. Gleich im Anschluss Nordhäuser Bergmannsverein St. Barbara Nordhausen.
ebenfalls Glück auf. Heute hier an diesem sehr emotionalen Tag der Bergmannsverein Glück auf Unterbreitzbach. Der Bergmannsverein Otto Ludwig Bug von Niedererfurt. Glück auf, aus der Landeshauptstadt Thüringens hier angereist. Sehr, sehr schön. Glück auf, wir freuen uns sehr. Dann haben wir die Bergkapelle Pobersau. Die übt schon mal für in 5 Jahren. Spielt sich schon mal warm. Glück auf. Dann begrüßen wir unsere Gäste vom Landesverband Baden-Württemberg. Der Bergwerkverein Kämpfnach. Stollengemeinschaft der historischen Bergwerke Neubulbach e.V. Glück auf! Oh. Neubulach, Entschuldigung. Ich freue mich, dass Sie da sind. So, jetzt kommt der Landesverband Hessen mit dem Landesvorstand, dem Bergmanns... Bayern, Entschuldigung! Blau-Weiß, das River. Ach! Sie mögen es mir verzeihen, Sie haben so einen Affenzahn hier drauf. Jetzt sind wir bei den Hessen angekommen. Ach, ich freue mich. Glück auf! Und jetzt, wir hören es schon sehr eindrucksvoll, das Bergmusikchor Saxonia Freiberg. Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft, die dürfen natürlich hier heute beim 6. Sächsischen Bergmanns Hütten- und Knappentag in Olbernhau nicht fehlen. Und der Kamerad hat mächtig mit seiner Standarte zu kämpfen. Aber dafür sind wir Erzgebirger. Wir können das. Und wir begrüßen auch die Silberstadtkönigin. Glück auf und herzlich willkommen hier in Olbernhau. Der Bergbauverein Schönborn-Dreiwerden ist auch heute hier mit dabei. Glück auf und herzlich willkommen. Wir begrüßen das Landesbergmusikchor Sachsen aus Schneeberg. Herzlich willkommen, Glück auf. Sie waren auch Bestandteil des großen bergmännischen Zapfenstreichs gestern Abend bei wunderbarem Ambiente auf dem Essingplatz hier in der Stadt mitten im Erzgebirge. Haben wir die Bergbrüderschaft Schneeberg mit 45 Uniformträgern, gefolgt von den Bergbrüdern aus Kirchberg. Thank you.
Wir begrüßen jetzt den Heimatverein Reinsdorf hier in Olbernau mit einem herzlichen Glück auf! Im Anschluss sehen Sie die Kumpel vom Steinkohlebergbauverein Zwickau. In der Folge die Knappschaft Lugau-Elsnitz. Und danach, es geht hier Schlag auf Schlag, der Bergbauverein Hohenstein-Ernsthal. Auch schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Und Sie hören es schon, der nächste musikalische Akt marschiert heran, das Bergmusikchor Elsnitz. Herzlich willkommen! Wir begrüßen den Landesverband Nordrhein-Westfalen in Persona des Landesvorstandes. Glück auf und herzlich willkommen. General Blumenthal e.V., den begrüßen wir. Glück auf Herrn Baukau, Knappen- und Unterstützungsverein Witten, Herr Bede, 1884. Glück auf, Halsern am See, 1954 e.V. Barbara Kastrop-Rauxel Nord. Wir begrüßen auch Tecklenburger Land e.V. Und nun an der Reihe Bergmännischer Musikverein Ehrenfriedersdorf. Glück auf und herzlich willkommen hier in Olbernhau. In der Folge die Berggrabe-Brüderschaft Ehrenfriedersdorf. Mit sage und schreibe 35 Uniformträgern. Ebenfalls eine sehr starke Abordnung hier heute bei diesem 6. Erzgebirgischen Bergmannshütten- und Knappentag in Olbernau. Wir begrüßen nun die Bergbrüderschaft Thum. Glück auf! Gefolgt von der Bergbrüderschaft Geier. Glück auf und herzlich willkommen. Und dann haben wir noch den Bergbautraditionsverein Wismut aus Hartenstein. Die Wismut spielt ja in der Vergangenheit und spielt auch heute noch eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung des Altbergbaus bzw. der Bergbausanierung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir recht herzlich mit einem tosenden Glück auf die Bergkapelle aus Schneeberg. Gefolgt von der Bergknapp- und Brüderschaft Jöstadt. Hallo, herzlich willkommen und Glück auf. Und Sie sehen auch hier, die Jüngsten sind hier schon mit dabei. Also Nachwuchsarbeit wird auch hier groß geschrieben. Wir sind stolz auf euch. Die Bergbrüderschaft Wiesa
ebenfalls heute hier mit dabei. Und die Interessengemeinschaft Historischer Erzabbau Lößnitz. Bereits vorüber die Bergfreunde aus Lößnitz und die Bergbrüderschaft Bad Schlema. Bevor es in den nächsten Block reingeht, zieht der Bergbauverein Aue noch an uns vorüber. Und damit hört es man schon, es geht in den nächsten Block hinein und das tun wir sehr aktiv mit der Bergkapelle Komotau aus Tschechien. Was wieder mehr oder auch gesagt, da Spruch. Wir begrüßen den Landesverband Berlin-Brandenburg in Persona des Landesvorstandes in der Folge. Bergbauverein Rüdersdorf 1990, der Erzgebirgsverein Berlin. Man höre und staune, Glück auf! Der Traditionsverein Braunkohle-Senftenberg, der Traditionsverein Braunkohle-Lauchhammer, Ringdeutscher Bergingenieure BV Lausitzer Braunkohle. Wir freuen uns sehr, dass auch ihr den Weg hier nach Olbernhau, dass ihr den auf euch genommen habt. Schön, dass ihr da seid. Glück auf! Jetzt kommt die Hüttenkapelle Öderan mit 30 Bergmusikanten. Gefolgt von der Bergknappschaft Johann Georgenstadt. Marcel, grüß dich, Glück auf! Die Knappschaft Breitenbrunn ist ebenfalls bei uns heute hier mit vertreten und auch über euch freuen wir uns ganz, ganz sehr. Die Knappschaft Schwarzenberg, Glück auf! Gefolgt von der Bergknappschaft Rittersgrün. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie wären jetzt gefragt. Glück auf! Und Sie hören es schon, das Jugendblasorchester Bernsdorf, angetreten mit 40 Bergmusikanten. Gefolgt vom Landesverband Sachsen-Anhalt in Persona des Landesvorstandes mit den Abordnungen Bernburger,
Bergknappen 1890 e.V. Dem Traditionsverein Erdöl Erdgase e.V. Verein Bergbaufreunde Elbingerode im Harz. Verein Mansfelder Bergarbeiter Sangerhausen e.V. Der Verein Mansfelder Bergarbeiter und Hüttenleute Eisleben. Und Bergmannsverein Zielitz, Scholle von Kalvöde. Dieses kriegen Sie heute hier geboten vor den Toren der Salgerhütte. Der Bergmännische Musikverein spielt jetzt für Sie auf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Bergmännische Musikverein Gürstadt Grumbach. Und dann begrüßen wir unsere Gäste aus Saarland, den Landesverband Saarland, in persona des Landesvorstandes. Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass auch Sie da sind. Den Bergmannsverein Glück auf Fischbach konnten wir eben begrüßen. Bergmanns- und Unterstützungsverein St. Barbara Köllerbach. Dann begrüßen wir noch den Landesverband Niedersachsen, den Landesvorstand, um es ganz genau zu machen. Die Arbeitsgemeinschaft der Bergmannsvereine Deister und Umgegend, den Bergmannsverein Glück auf Lingende. Glück auf! 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 Und jetzt haben wir das Bergmusikchor Frischglück Annaberg-Buchholz. Sie sind heute mit 40 Bergmusikanten angetreten. Eine Augenweide, meine sehr geehrten Damen und Herren, gefolgt von der Bergknapp- und Bergbrüderschaft Frohnau. Glück auf und herzlich willkommen. So, und dazwischen, wenn man ganz genau hinschaut, haben wir die Bergfreunde aus Medinetz, aus Kupferberg, Daschbuch. Glück auf! Und beste Grüße dann in die Heimat, wenn Sie dann heute Abend oder morgen früh zurückfahren. Beste Grüße in die Tschechische Republik nach Böhmen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Erzgebirge gibt es natürlich nicht nur auf deutscher, sondern auch auf böhmischer Seite. Deswegen sind wir besonders stolz, wenn das Ganze hier grenzübergreifend stattfindet. So, die Bergknapp- und Brüderschaft Scheibenberg. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und auch hier sehen Sie mal die Kleine mittendrin. Glück auf und herzlich willkommen! Die Bergknappschaft Schlettau schließt hier an mit 15 Uniformträgern. Glück auf! Und der bergmännische Traditionsverein bildet den Abschluss hier vor den Toren der Salgerhütte. Der bergmännische Traditionsverein Zwönitz.